Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu Transport Fever 2. Ja, meine Freunde, auf den ersten Blick seht ihr vielleicht schon, es hat sich einiges getan. Komplett darauf eingehen werde ich erst in der nächsten Folge. Da wird es sich einmal nur um die Stadt drehen. Ganz kurzer Überblick, ich habe angefangen, hier alles noch ein bisschen dichter zu setzen und die Lücken zu schließen. Mehr würde ich dazu jetzt nicht sagen. Hier drüben, Raffinerie habe ich hier fertig gemacht, hier Felder angelegt, hier unten noch was gebaut. Um den ganzen Kram geht es aber erst morgen in der Folge. Morgen wird es sich nur um die Stadt Minden drehen und ja, um die Megacity sozusagen. Noch zweites, hier oben habe ich eine Warnung, Museumsbahn. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe sie jetzt aktuell gerade gestoppt. Sie fährt ganz normal die Linie ab. Sie macht genau das, was sie soll. Aber irgendwie findet er überhaupt gar keinen Bezugspunkt. Gar nichts. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Keine Ahnung. Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich bin da noch dran. Ich habe sie jetzt einfach mal gestoppt. Nicht, dass sie woanders aus Versehen hinfährt. Also ich habe sie jetzt ein bisschen beobachtet. Sie ist immer die Linie gefahren. Ja. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, das rote Ausrufezeichen ist gerade aktuell die Museumsbahn. War halb so schlimm. So, dann habe ich noch eine große Veränderung gemacht. Ich habe eine neue Brücke von einem chinesischen Modder. Meiner aktuell Lieblingsbrücke. Ich finde sie richtig klasse. Ich habe sie jetzt auch getauscht. Sie kann allerdings nur 160 Stundenkilometer fahren. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Ihr wisst es ja in meiner Modliste. Müsste sie, glaube ich, drin sein. Also wenn ihr das Video seht, habe ich das bis dahin aktualisiert. Die findet ihr ganz normal halt hier unten auch. Der Vorteil daran ist, was ich sehr praktisch finde, wenn wir jetzt hier einmal bauen, kann ich mir halt aussuchen, ob ich mit Pfeiler oder ohne Pfeiler. Also mit Pfeiler setzt er sich natürlich dann hier gleich überall, wo so ein Oberleitungsmasten ist. Wenn du die ohne Pfeiler nimmst, und dann kannst du ganz einfach unter Assets, gehst hier auf deine Gleisgedönsteile. So, und hier waren sie jetzt mir schon zu weit. Da. So, hier kannst du auswählen bis 4 Gleise. Setzt du die einfach da drunter. Fertig. Ja, da kannst du dir die hinsetzen, wo auch immer du lustig bist. Ist natürlich, wenn du hier über so einen Fluss gehst, ist natürlich richtig praktisch wegen, mit den Schiffen. Dass die dann da nicht so durch die Pfeiler backen oder was auch immer. Und dann hast du noch die anderen Füße. Kannst jetzt hier auch so ein 10 Meter Ding da drunter setzen. Ist für Überwerfungsbauwerke vielleicht nicht ganz so schlecht. So, und jetzt ist da ja noch Luft. Und dann packst du da einfach noch so ein Lager hin, Brückenlager. Zack, und schon liegt die Brücke auch darauf auf. Da kannst du halt bis 39 Meter gehen. Da kannst du jetzt halt quasi hier unten, müsste natürlich da ein bisschen höher sein, weil das wird jetzt wahrscheinlich nicht reichen. Doch, reicht. Dann backt es oben rein. Ne, passt. So, zack. Kannst du hier mit Überwerfungsbauwerken arbeiten. Finde ich eine ganz coole Sache. Gibt es allerdings nur mit 160 Stundenkilometer. So, die habe ich jetzt halt hier verbaut. Und auch hier verbaut. Hier hatte ich ja vorher die Stahlbrücke. Die habe ich jetzt weggemacht. Ich finde das wirklich hübsch. Weil zu oft die Stahlbrücke bauen möchte ich auch nicht. Ich habe sie ja hier sitzen. Und ich habe sie ja hier sitzen. Ich bin hier eigentlich... Also mir gefällt das eigentlich echt gut. Ich bin überlegen, ob ich sie hier wegreiße. Dass ich hier auch diese Brücke hinsetze, weil es ist zu viel. Und der ganze Bogen hier, der ist, finde ich, gut. Aber wenn ich das jetzt ändere, das sieht nicht schön aus. Hier muss ja die Straße drunter her. Das bleibt alles so. Ich bin aber am Überlegen, ob diese Bogenbrücke weg soll. Also quasi auch gegen die getauscht werden. Ich mache dazu jetzt eine Video-Umfrage. Hier oben bimmelt jetzt nie auf. Und dann könnt ihr auch entscheiden, ob wir das machen sollen oder nicht. Weil wir haben ja hier 4 Bögen. Da müsste hier nicht auch unbedingt einer hin. Ne? Gut. So, und jetzt geht's darum, was ich jetzt vorbereitet habe für die heutige Folge. Ich hatte, also beziehungsweise mir war das immer ein bisschen wenig. Wir hatten ja hier über diese 4 Gleise, fuhren insgesamt 5 Züge. Wir hatten einmal den RE, der kommt jetzt auch gerade, der fuhr hier rüber, und der Intercity. Also einmal der RE nach Worms, glaube ich, und der Intercity nach Hannover. Die fuhren hier rüber. Aufgeteilt auf die 4 Gleise. Ich habe das jetzt umgebaut, weil ich möchte hier mehr Zugverkehr haben. Bückeburg hat einmal einen neuen Bahnhof bekommen. Ihr seht das jetzt auch hier.
in den, naja, nehmen wir das mal hier. So, ihr seht das jetzt hier in den Routen ja auch. Wir haben jetzt den ganzen Verkehr, der hier nach Westen geht, fährt auf der rechten Seite, der östliche Verkehr auf der linken Seite. Hier seht ihr das jetzt gut. Ich bin hier einmal im Tunnel unter der Intercity durch und komme hier wieder hoch. Und hier geht der Regio ab nach Worms. Und wir teilen uns jetzt mit 5 Zügen dieses Gleis. Also die beiden Gleise. Alles gut. Die Züge fahren sich da nicht zusammen bei 5 Zügen. Und hier im Bahnhof hält der Intercity jetzt übrigens auch an. Der hält jetzt auch in Bückeburg, wie ihr seht. Der hat also rauscht nicht durch. Der hält jetzt hier auch an. Der fährt jetzt Minden, Bückeburg, Hannover. Und der RE fährt ja Minden, Bückeburg, Worms. Ne? Bis Worms war der fährt er nicht. Genau, der fährt bis Worms. So, jetzt habe ich hier noch 2 Gleise hingemacht. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier Güter oder Personen oder vielleicht beides fahren lassen möchte. Aber wir haben jetzt die ganze linke Spur ist jetzt frei. Hier fährt nicht ein Zug drauf. Man könnte jetzt entweder hier hinten nochmal irgendwo abgehen. Aber wir haben ja hier unten noch den Abzweig. Hier. Die beiden hier. Wir kommen ja jetzt auch noch. Das müsste ich allerdings nochmal umbauen, weil sonst müsste jetzt der Zug, der von hier kommt, alles kreuzen und das gibt ja wieder ein heilloses Chaos. Also hier würden eventuell nochmal größere Umbaumaßnahmen anstehen. Ich würde eher das hier aber links dafür Güter lassen und eventuell Personenverkehr, der jetzt dann von Bückeburg hier rüber geht, sag ich mal, nach Hille oder nach Jena weiterführen. Erfurt ist schon dicht. Da müssen wir nicht noch weiter hin. Nach Hille eventuell weiterführen. Ja, ob sich das lohnt. Irgendwie so eine S-Bahn hier nochmal lang düsen lassen oder irgendwie sowas. Wäre vielleicht ganz cool. Mal gucken. Ansonsten habe ich noch ein... ich habe echt viel gebaut. Man war richtig kreativ. Das habe ich einfach mal ausprobiert. Ich habe jetzt hier ein Autobahnnetz gebaut. Wird auch einigermaßen gut angenommen. Und ich habe wieder vergessen, diese Autos nochmal versuchen rauszulöschen. Hier diese... Mantas oder Trabis oder Moschkwitz oder wie auch immer diese scheiß Autos heißen. Machen heiden Lärm und sehen kacke aus. Jo, wird ja noch ganz gut angenommen. Ich habe jetzt quasi Herford, Jena, Hille und Minden mit einem Autobahnnetz verbunden. Der Flixbus fährt da ja drauf. Den wollte ich in Zukunft, kann ich schon sagen, der Flixbus wird auch noch nach Herford und Hille fahren. Hille fährt da schon nach Jena fahren. Dazu muss ich dann allerdings hier mal den ganzen Busbahnhof umbauen. Das kommt aber dann. So, und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt hier doch noch eine Abfahrt. Hier ist ja noch der Tunnel. Wir könnten jetzt hier irgendwo nochmal abgehen, dass wir hier dann doch noch nach Hille kommen. Oder eine Direktverbindung nach Espelkamp. Espelkamp ist ja natürlich groß, ne? Genau, dann fahren wir Espelkamp, Hille, an Minden vorbei, nach Bückeburg. Macht das Sinn? Why not? Macht das wirklich Sinn? Keine Ahnung. Eigentlich bräuchten wir nach Espelkamp nicht weiter. Wenn wir in Hille halten, können die Leute hier umsteigen in den Zug. Der ist nicht ausgelastet. Der kann ja noch was vertragen. Wenn man hier einfach nochmal so eine kleine Bahn fahren lässt, an Minden vorbei, weil wir... Hille hat allerdings nur einen Anschluss an Minden mit dem Flixbus. Reicht. Erstmal. Bückeburg hat, mal gucken, bei Ziele. Hille. 16 Leute fahren dahin. Nutzen aber 91% der Linien. Ich denke mal, die fahren mit dem Intercity nach Minden oder mit dem RE nach Minden, steigen da an den Flixtrain um, fahren damit nach Espelkamp und dann dahin nach Hille oder mit dem Flixbus. Und nach Espelkamp fahren ist auch voll ausgeschöpft. Okay. So viele Leute leben ja hier auch nicht, ne? 500. Ziele? Nee. Hier konnte man das sehen. Oh, das sind 11.000 Reiseziele. Aber das ist schon gut angebunden eigentlich. Oder man macht da halt nur Güter. Was brauchen die denn? Das produziere ich alles noch gar nicht. Nein, wir werden eine eingleisige Strecke hier hinbauen. Hille wird noch angeschlossen. Wir schließen jetzt Hille an. Kommt, Leute, wir machen das.
Ach, das passt mit dem Bahnhof dann ja auch überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, das klappt so schön, aber den kann ich ja nicht erweitern hier. Düdüm. Ja, blöd, ne? Jetzt stehe ich hier gerade wie so ein Affe im Walde. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Jena. Gucken wir nochmal gerade, was Jena, Bückeburg Jena hat. Ziele. Jena. Oh, aber auch gut ausgelastet. Sieht das mit Jena aus? Jena Richtung Bückeburg. Gut, aber von Bückeburg zum Beispiel nach Hannover. Oh, komm, oh, 100%. Ist schon alles gut ausgelastet, ne? Leipzig. Eigentlich ist das alles schon richtig gut. Aber Jena ist schlecht. Jena Bückeburg. Ja, komm, das machen wir. Jena hat zwar auch den Hochbahnhof. Aber den kann ich jetzt, glaube ich, mittlerweile erweitern. Autosave. Ja, kann ich erweitern, aber der kriegt keinen Bahnsteig mehr. Müssen wir mal gerade gucken. Oh, jetzt bleibt er so. Lassen wir mal gerade. Was wir jetzt hier haben mit den Bahnsteigen. Die sind ja einige neu gekommen. Müssen wir gleich nochmal das grundlegend eventuell ändern in Jena. Aber hier kriege ich auch nicht mehr. Ja, hier würde ich mehr Gleise ankriegen, ne? Oh Gott. Eigentlich brauche ich nur 3. Kann man anscheinend so hier nicht einstellen. Bei dem kannst du das einstellen wahrscheinlich, ne? Hier sind immer Track Groups. Das ist ja auch blöd. Und bei dem Standard-Ding hier kannst du das mittlerweile nicht einstellen, ne? Naja, die fahren da nur durch. Jetzt aber noch einen Bahnhof hier in Jena reinsetzen, ist natürlich auch irgendwie nicht so cool, würde ich sagen. Meine Freunde. Ich habe aber eine Idee. Wir fangen jetzt erstmal an hier zu bauen. Da gehen wir jetzt, fangen wir mal an. Die wird eingleisig auf jeden Fall, die Strecke. Und da würde ich sagen, gehen wir hier ab. Dann nehme ich eine Idee. Und das mit Jena muss ich mir dann gleich in Oski mal angucken. So viel schaffen wir jetzt ja eh nicht. So, 200 geben wir jetzt hier zwar von ab. Warum geht er nicht? Hallo? Was geht jetzt ab? Ich würde sagen, fahr hier mal schön weg. Ein bisschen Speed sollte er schon, also mit 100 sollte er da mindestens rauskommen. Müssen wir mal gucken, dass wir hier auch schön rüberkommen. Geht das denn jetzt von der Seite nicht? 90. Na gut, er biegt ja ab. 90 geht aber. So, geht es jetzt hier weiter. Bisschen Speed aufbauen, dann kommt er jetzt hier drauf. Da können wir dann nachher mit Ausweichstellen arbeiten. Ich würde jetzt, ich habe es gerade gesehen, ich würde den gerne hier laufen lassen. In der Mitte von der Autobahn. Ist das nicht cool? Wenn wir jetzt noch einen Zug drin fahren lassen würden, das hätte doch was, oder? Das hätte doch echt was. Wenn wir das schön ausbauen. Die Brücke natürlich viel zu niedrig. Das heißt, wir müssen das Gleis ein bisschen tiefer machen, weil das sieht ja sonst nicht so schön aus. Gleis mal ein bisschen tiefer machen. So, mit der Oberleitung müsste noch ein Tickchen tiefer. Und noch weiter runter. So. Okay. So. Ja, so schnappt das ja gerade lang, wenn ich kleinlich werden. So passt das. Das ist ja eigentlich eine coole Idee. Jetzt darfst du hier dann aber auch wieder nach oben. So. Wenn wir dann echt mit dem Zug hier durch die Autobahn mit dir durchfahren, das ist ja echt... Ha! Das ist mir jetzt gerade eben, wo wir drüber gesprochen haben, ist mir das aufgefallen. Und ich gucke, wie wir dann hier gleich wegkommen. So, er snappt natürlich jetzt immer an irgendeiner Seite an.
Ist aber in Ordnung. Hier werden wir jetzt auch die neue Brücke nehmen. 160. Ne, mit Pfeilern bitte. So. Na, das sieht doch bestimmt gleich witzig aus. Ja, parallel zur Autobahn fahren. Das nachher dann schön ausschmücken. Ist nur die Frage, versuchen wir jetzt hier in einen Tunnel zu gehen? Da hinten müssen wir drauf. Oder wir fahren jetzt immer noch mitten durch den Kreisel durch. Dann muss ich das nur etwas größer machen. Haben wir da einfach mitten durch den Kreisel durch, würde ich sagen, oder? Machen wir gerade auf Pause. Das gab es doch bestimmt auch noch nicht. So, gehen wir von dem hier ab. Ja, perfekt. So, und dann fahren wir mit den Gleisen. 140, das ist perfekt. Geht jetzt hier mitten durch den Kreisel durch. Was macht denn jetzt? So hoch. So. Machen wir erstmal dahin. Scheint wohl Terra-Probleme zu geben. Ne, diesen Huckel brauchst du dann da auch nicht machen. Dann kannst du da bitte eben weiterfahren. Das sieht doch schon mal ganz witzig aus. So, kommen hier die Schranken hin. Wie gesagt, da wird jetzt ja nicht alle 3 Minuten Zug lang rauschen. So viel werde ich hier dann nicht fahren lassen. So, dann geht das hier mittig durch. Cool. Bin ich gerade richtig. Oh. Müssen wir natürlich unsere Kurve hier oben ein bisschen enger machen, ne? Sonst kommen wir da nicht drauf. Macht der, wenn ich den hier so anschließe? 70, 68. Ist ein bisschen zu langsam, ne? Passt schon. Da wird jetzt noch Güterzüge fahren. Die fahren ja eh nur 120. So, jetzt ist die Frage, gehen wir hier noch zweigleisig mit durch? Na komm, lass uns hier noch zweigleisig mit durchgehen. Das machen wir noch. Und gehen jetzt dann hier aber dann drauf. So. Weil ja dann die Autobahn anfängt. So. Sieht aber doch eigentlich ganz gut aus, ne? Nicht groß, doch ist großartig hugelig. Das müssen wir noch mal ein bisschen ändern hier. Das müssen wir noch mal neu direkt verbinden. Damit das nicht so bergauf, bergab geht. Das sieht schon besser aus. Und hier diese Wellerform, die muss jetzt auch noch mal weg. Vielleicht können wir dann noch ein bisschen weiter dann vorne anfangen. So, darauf. Oh, da geht es dann schon halt bis nach oben, aber das ist in Ordnung. Und hier dann jetzt mit drauf. Schnell wie möglich ruhig. Zack. Perfekt. Das wird auf jeden Fall interessant. So, sehr gut, dann bauen wir jetzt hier hinten weiter. Muss ich natürlich dann alles noch ein bisschen ausschmücken. Hier gehen wir natürlich jetzt an die Seite und dann darüber. Das ist okay. Bis nach Jena. Sehen wir, welche Seite ich mich jetzt. Ich halte mich jetzt mal an der rechten Fahrspur. So, dann geht es dann hier auch in den Tunnel. Wird das halt hier hinten dann eingleisig, aber hier könnte man jetzt nochmal eine kleine Ausweichstelle reinmachen. Oh, hier kommen wir mit der Straße ein wenig dicht aneinander. Aber hier sind wir gleich schon in Jena, hier wollen die noch eine Ausweichstelle hinmachen. Das müssen wir jetzt hier mal gerade ein bisschen überarbeiten. Oh, so ist gut. Und dann geht es jetzt hier machen weiter. Dann immer noch 200. Wie wellig wird hier jetzt die ganze Strecke? Das ist jetzt aber doof hier. Das könnte eigentlich auch dann eben werden. Das muss jetzt nicht
hier nach oben gehen. Ein bisschen ist ja meinetwegen okay, aber so ist auch schön. So. Finde ich wirklich ganz cool eigentlich gerade die Idee, was wir hier bauen. Da kommen wir jetzt ein bisschen dicht ran. Hier haben wir nicht mehr genug Platz. Müssen leider hinten sowieso auseinander. Da sind wir zu dicht. Also müssen wir hier eh hier hinten weiter anfangen. Dann können wir hier auch so ausgehen. So. Hier müssen wir uns mal so ein bisschen von der Autobahn jetzt trennen. So sieht das aus. Perfekt. Aber da habe ich richtig coole Ideen. Das werde ich richtig schön ausschmücken. Gehen wir jetzt mal direkt da drauf. So, jetzt natürlich die Frage, was machen wir jetzt hier in Jena mit unserem Bahnhof? Na gut, ich werde mir das in der, im Offscreen mal ein bisschen angucken. Auf jeden Fall coole Idee. Das ist eigentlich richtig cool. Hier ist noch ein etwas größerer Hügel drin. Also, ah ne, hier geht es eh nach unten. Genau. Cool. Nee, das werde ich jetzt noch ein bisschen überarbeiten hier im Offscreen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen, würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.